Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Outland mit eurem Gabrosaro. Alles ist wieder richtig eingestellt und wir sind in der Ewigkeit an den Küsten der Zeit. Also, wir spielen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sozusagen wieder in der Zeit, wo wir auch den Schwestern begegnen wollten. Ja, deswegen ist das hier auch alles etwas windig und stürmisch. Ein kleines bisschen so vom Artwork, finde ich, vom Art-Design her, ein bisschen was wie das Spiel Badlands. Badlands. Und nach rechts kann ich auf jeden Fall noch. Da nämlich. Ha! Ah! Ups! Als ob ich es nicht geahnt hätte, lalalalalalala. Mensch, bin ich. Ich bin so eine geile Sau, ne? Wisst ihr da? Ach ja, herrlich. Gut, wenn der mir links, rechts anzeigt, dann gehe ich natürlich intuitiv. Hi. Ah, ich habe keine Special-Fähigkeit mehr. Was? Du änderst auch noch deine Farbe, du. Was bist du denn für eine kleine. Scheiße! Boah, ganz ehrlich, da wünsche ich mir doch meinen Special-Angriff wieder zurück. Wo ist mein Special-Angriff? Vor allem damit sind auch die Gegner viel schneller zu erledigen. Wenn ich mir das hier aber so anschaue, ist die Ewigkeit kein Ort, in dem ich wirklich lange leben wollen würde. Das sieht ja hier alles voll nach Apokalypse aus. Ich kann auf jeden Fall oben lang. Mist, der ist zu weit weg. Vor allem richtig schlimm, dass die jetzt alle ihre Farben wechseln. Scheiße. Egal, weißt du was? Dann kämpfe ich, dann laufe ich jetzt hier einfach durch. Und nehme mir den natürlich noch mit. Vor allem, dass jetzt hier nur diese dicken Fliegen sind. Ist ja furchtbar. Ah, nein. Nein. Ich muss den Weg jetzt echt hier runter. Wow. Weil ich habe nämlich gesehen, dass hier wohl noch ganz viel einzusammeln sind. Einzusammeln ist, um genau zu sein. Scheiße. Jetzt habe ich mich so schön nach oben gekämpft und dann so eine Seite. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Also zumindest nicht, um irgend so einen Krimskrams zu machen. Ja. Was? Da kam echt ein Gegner raus? Ganz ehrlich, drauf geschissen. Dann habe ich den auf jeden Fall schon mal erledigt. Und jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal wieder hochlaufen. Achso, das war dann der Weg. Okay. Aber ich habe ja hier schon ein bisschen aufgeräumt, deswegen funktioniert der Kampf hier auch jetzt deutlich angenehmer. Ah. Ich habe den Venti ausgemacht, aber. Boah, ist das warm ohne Venti, wisst ihr das? Einfach hier die Farbe wechseln.
blöd, Mann. Also einmal durchs Gesicht streifen. Oh, etwas trinken. Oh, ist das schön. So, dann hier auf jeden Fall den Weg entlang, der eigentlich nicht der originale ist. Originalweg ist. So, haha, weg mit euch. Boah, ihr glaubt gar nicht, wie ich hier kaputt gehe, ne? So, dann kann ich noch nach links. Und meine Nase. Puh. Boah, wo lang muss ich denn? Okay, da links war ich schon drauf. Das ist cool. Das ist richtig gut zu wissen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich. Nee. Ich will auf jeden Fall hier einfach mal lang. Weil hier war ja diese Spinne. Warum ändern die immer ihre Farbe? Und ich muss auch unbedingt darauf achten, immer die richtige Farbe beisammen zu haben. Scheiße. Nur wegen ein paar Münzen mache ich hier so einen Aufstand. Scheiße, da war ich eindeutig wieder zu schnell. Nee, da komme ich leider nicht hoch. Und gespeichert. Jetzt weiß ich ja, wie ich euch platt mache. Rechts kann ich auf jeden Fall wieder Energie holen. Hi. Ach, egal, oder? Na komm, lauf. Bitte. Mist. Du! Fucking Asshole! Entschuldigung, ey! Tut mir leid, dass ich sowas erzähle hier. Aber. Also, das ging mir. Ey! Ich bin doch da nur hochgesprungen, wisst ihr das? Und dann sowas Blödes. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ah, ich war noch gar nicht bei dem Energieschrein. Scheiße! Wieso habe ich den denn verpasst? Ja, spuck du mal. Spuck. Fuck. Komm. Ich schaffe es noch bis dahin. Und vor allem dann habe ich wieder volle Energie. Na, mir ist egal. Nein, das ist ein. Ja, es ist super, dass ich den habe. Ganz fantastisch.
Opfern, da war ich ja auch ein wenig. So, hier komme ich auf jeden Fall weiter in der Ewigkeit. Obwohl, jetzt mal ehrlich gesagt, es ist doch eigentlich völlig egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Weil ich habe doch dann eh wieder komplett volle Energie. Deswegen mache ich mir da jetzt gar nicht so die Gedanken. Das einzige, ich will unten lang. Oha. Ja, ist egal. Es war fast abzusehen, weil ich ja nur noch ein Herz zur Verfügung hatte. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall wieder mit gestärkter Brust in diese Welt hinein. Willst du Viech mich eigentlich verarschen, ey? Fuck! Der ist egal. Spuck auf mich, rotz auf mich. Ah. Was? Wo wurde ich denn jetzt schon wieder getroffen? Geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Diese total unwirkliche Welt. Haha. Ich liebe das, diese Gegner in die Luft zu schleudern. Gehe ich nach unten oder nach oben? So, oben kann ich nämlich auf jeden Fall speichern. Das... Spring doch! Vollidiot. Na, na! Der wollte echt abhauen, der Sack. Der Sack wollte echt abzischen. Du Kaulquappe, du! Ganz ehrlich, am schlimmsten finde ich... Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer meine schlimmsten Gegnertypen waren, aber diese... Diese ekelhaften Spuckviecher stehen auf jeden Fall ganz weit oben in der Liste. Ach, Mist, falsche Farbe gehabt. Wow. Na komm schon. Yes, abgeräumt. Zack. Nein. Ich bin wieder zu doof. Bin wieder eindeutig zu blöd, dieses normale und logische Dingen. Ah, stimmt, da geht's also lang. Also muss ich den Weg, den ich eigentlich einschlagen wollte. Aber ich zeige euch gleich, was ich genau meinte. So, reicht doch völlig. Ich muss mich doch gar nicht verstellen. Ich
will da oben. Ich will da oben lang. Ich muss da oben lang. Ah! Huh! Puh, puh, puh! So, hier wollte ich nämlich lang. So, mal gucken. Nein, mal wieder nicht. Mal wieder keinen effektiven Nutzen. Sehr schade. Ah! Oh, das einzig Gute ist, wenn ich jetzt tatsächlich sterbe, dann habe ich volle Energie und vollen anderen Schnickschnack. Erstmal hier oben lang. Ugh. Weil das Gefühl mir erzählt, das ist ein guter Weg. Egal, ich lasse jetzt die Gegner mal Gegner sein. Und konzentriere mich darauf. Ja, scheiße. Und ich konzentriere mich darauf. Hier scheint es wohl nicht ganz so schlimm zu sein. Nee, da ganz oben war ich schon. Dann einmal schnell durch. Und wieder gespeichert. Keine Special-Fähigkeit verwendet. Das heißt also, dass ich dann im Zweifel... wieder genügend zur Verfügung habe. Dieser Wechsel zwischen den Farben geht mir auf den Sack. Komm noch, schnell! Yes, baby! Chakalaka! Elefantastic, Mr. Bombastic, Checker, Lover, Lover! So. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Ah nein, jetzt war ich gestorben. Weil ich jetzt gestorben bin, sind wirklich alle Sachen da unten wieder neu. Erzähl doch nicht, ehrlich. Oh. Das tut mir total leid. So ein dreckiges Arschviech drin. Unglaublich. Und weg mit dir. Nein. Falsche Farbe. So, die Spinnen, die kann ich ja normal fertig machen. Nur weil ich... Ha! Ganz sicher nicht, du Penner. Nie wieder. Nochmal, in der letzten Sekunde haben die sich geändert. Da drauf, nein. Ein Energieschrein wieder. Ich habe sogar tatsächlich nicht genügend Energie. Nicht genug Energie, sondern genug Geld. Ich habe doch schon so viele Gegner platt gemacht und jetzt fehlt es mir langsam tatsächlich am Geld. Welch Ironie. Ach, das finde ich doch jetzt doof. Ich habe so viel Geld eingesammelt. Jetzt habe ich nicht mehr genügend Geld. Oh, 55.000. Wie viel habe ich denn? Ah, wird mir jetzt gar nicht so angezeigt. Ah, falscher Knopf, ey.
Jawohl, Junge. Springen mitten ins Paradies, ey. Ach, wir sind ja schon wieder. Ich bin ja schon wieder ein wenig über der Zeit, sehe ich gerade. Das tut mir jetzt gerade voll leid. Das war nämlich gar keine Absicht von mir. Das ist es eigentlich nie. Uhuhu. Aber ich wollte noch einmal zum letzten Checkpoint. Ups. Ah, seht ihr? Ja, das passt. Guck mal, das passt doch perfekt. Jetzt wird nämlich gespeichert. Und ich bedanke mich mal wieder erneut auf Äußerste bei euch, die sich Let's Play Outland mit mir zusammen antun. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, naja, Let's Play Outland halt. Bis dahin, euer Gabro und ciao.